sein. Es muss ja lustig sein. Genau. Ja. Nicht so was Statisches, das habe ich gemacht. Ja. Genau. Jetzt in unserem Arbeitsbereich, die zwei fleißigen Mädchen hier, das ist die Live-Dot-Kanzlerin hier, Lärm, Hell, und wir haben sogar Strom hier, das ist außergewöhnliches. Und ja, zwei Interviews haben wir auch schon mit Österreich und Estland. Es fehlt eigentlich nur noch das Popcorn. Na, Herr Berg, wie war es denn heute? Wie fanden Sie die Proben von dem ersten Tag? Ich fand es ziemlich deprimierend, ehrlich gesagt. Warum? Weil von der Organisation hatte ich mir von Schweden, warum? Von einem Heimatland des Eurovision Song Contest, des Schlagerfestivals, irgendwas anderes. Fanden Sie das in Baku besser oder wie? Ja, da war viel besser organisiert. Wie fanden Sie die Bühnenproben? Haben Sie die Bühnenproben? Haben Sie das gar nicht mitbekommen? Ich habe gar nichts gesehen, weil ich musste auf unsere Computer aufpassen. Haben Sie nicht? Beziehungsweise auf unsere Sitzplätze. Sonst werden wir von irgendwelchen Fans wieder. Welchen Fans? Es gibt doch keine Fans. Sind alle schon alles? Ich will Proben was erzählen. Ich habe so nebenbei mitbekommen, es war zum Beispiel Kroatien. War da. Das ja, war Kroatien. Ja, Kroatien war wunderschön. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Männer es waren. 7 Männer? Ne, 6 können ja nur 6 Männer. Wie peinlich. Ja. Höchstens 6 Männer sein, die eine Klapper gesungen hat, also ein Chorlied, kann man sagen. Aber es passt eher zur Grand Prix der Volksmusik. Das habe ich ja kurz in diesem kleinen Behelfspressezentrum mitbekommen. Ja. Also die Stimmen fand ich ganz gut. Wir können ja mal kurz reinhören. Kam ein Monster auf die Bühne. Ein Monster, das 2,43 Meter war. Der Favorit sollte heute noch auf der Bühne stehen. Ach, das haben Sie auch nicht mitbekommen? Eine sehr, sehr nette Person. Etwas klein, also die sind ja meistens alle kleiner als man denkt. Also die Sängerin habe ich kurz durch Behelfskostzentrum laufen. Behelfskostzentrum? Für mich kein Favorit. Für Sie kein Favorit. Der kommt ja noch. Der kommt. Welcher ist das? Wollen Sie uns noch nicht verraten? Nein. Was kann ich dazu sagen? Natürlich schließe ich mich den Äußerungen meiner Kollegen natürlich an. Das war heute ein bisschen chaotisch. Der erste Tag ist immer chaotisch. Also der Dane hat mir nicht gefallen. Also das war nicht schon sehr, weiß ich nicht. Nicht mehr gefallen. Sehr einfach. Danke jetzt einfach mal. Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und trinken Sie sich alle schön. Auch diesen Blog. Tschüss.